kontrollieren deine Seele, was du hast und wen du magst. Du bist nummeriert, dein Leben ist aus Glas. Sie schüren den Hass zwischen unseren Welten, stiften Gewalt zwischen rechts und links. Und wir liegen am Boden, wissen genau, dort oben stinkt's. Doch frei wollen wir leben, frei wollen wir sein. Wir werden uns nie ergeben, alles andere ist unser Feind. Frei wollen wir leben, frei wollen wir sein. Wir werden uns nie ergeben, alles andere ist Tyrannei. Für immer frei. Hallo, ich heiße Andreas Richter. Wie heißt du? Hier ist ein wunderschöner Platz hier auf der Bank. Hier kann man mal so über das Leben nachdenken. Es geht ja darum, dass wir glückliche Menschen werden. Dass mein Vater hat mal gesagt, Deutschland ist das Land der Dichter, Denker und Musikanten. Und das Schöne ist ja, dass man Talente fördern muss, dass man Musik macht, dass man denkt, dass man gemeinschaftlich denkt. Und hier entstehen wunderbare Ideen. Hier im Prenzlauer Berg gibt es auch Ausländer auch. Gibt es hier, aber eben die Schönen, also die Spanier, die Franzosen, die Italiener und nicht die auch, ja, wissen wir ja alle, die Araber oder sowas. Sondern es gibt halt wirklich hier Interessierte, die auch interessiert sind an unserem Land, an unseren Verhältnissen, unserer Kultur, und das macht großen Spaß. Und auch die Homosexuellen beziehen wir hier mit ein, oder die Behinderten, die haben alle Chancen hier, und die muss man jetzt ja nicht anfassen. Aber sie sind trotzdem da und sind ein Teil von uns. So. Mir ist wichtig Arbeit und Leistung im Leben. Und von nichts kommt nichts, hat mein Vater damals immer gesagt. Und wir sind auch eine Familie, die durch Leistung mehr geworden ist. Das Wichtige ist ja, wenn man es so betrachtet im Leben, dass man Geld verdient, dass man schön ist, dass man sportlich ist und gesund und gute Sachen isst und dass man sich fortpflanzt. Und der als Mann erotisch bleibt, als Statussymbol seinen Körper hat und dann viel Geld verdient und viel arbeitet und sich fortpflanzt. Diesen Zirkel muss man als Mensch bestreiten, das ist wichtig. Und ich freue mich sehr darauf, dass ich als Mensch viel leisten kann. Und ich finde es schade, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger immer noch denken, dass man nicht leisten muss, dass man von Hartz IV lebt oder so. Und das ist schade. Da bin ich persönlich da sage ich auch ganz klar, Schluss mit Hartz IV, mit Leid. Das hat keiner nötig, das muss nicht sein. Man kann sich anstrengen und man kann hier auf den Helmholtzplatz gehen, sich die Bäume angucken und tief durchatmen. Und jeder kann da anfangen. Jeder sollte das auch tun und dafür stehe ich und freue mich drauf. Ich freue mich sehr darauf. Und ich finde es sehr schade, dass es halt so diese Klischees gibt von der NPD, sind böse und schreien rum und und ich finde das schade, weil es ist nicht so. Wir sind modern, wir sind eine moderne Partei, wir sind genauso modern wie die Grünen, wie die Piraten, wie die SPD und ganz im Gegenteil. Wir haben dadurch, dass wir jetzt ein bisschen, sag ich mal, immer die Sündenböcke sind, haben wir auch eine gewisse Art Freiheit entwickelt, zu sagen, das ist so und so. Wir wissen jetzt, regen sich alle auf, was weiß ich, wenn man sagt, ich bin stolz jetzt in Deutschland zu sein, ich bin stolz Deutscher zu sein. Das muss man auch sagen dürfen. Hier zum Beispiel am Helmholtzplatz ist ein herrlicher Platz, es ist ein tolles Land, hier gibt es Leute, die arbeiten und da bin ich stolz drauf, sage ich ganz ehrlich, ist doch schön, ist doch schön. Und das kann man doch sagen, ohne dass man jetzt gleich irgendwie, das finde ich immer schade, die Linken, diese linke Moralkeule, die dann einem gleich entgegenschlägt und lange Haare und 68er, das ist doch schade, ja, was soll das? Die kommen dann mit so einem erhobenen Zeigefinger und ich sage ganz klar, ich bin stolz darauf und das ist gut und das bleibt auch so, da habe ich kein Problem mit. Und diese Klischees, die immer über die NPD erzählt werden, das ist, glaube ich, also wehrlos, da sind die Leute wehrlos, weil sie wissen, da kommt was, was auch schön sein kann und was viel Kraft hat, was viel Kraft entwickeln kann. Und dafür stehe ich.
Und wir von der NPD, wir setzen uns zum Beispiel auch dafür ein, dass die Frauen eben ihre Freiräume haben, dass sie eben machen können, was sie wollen wirklich und nicht da Herdprämie oder was die CSU da macht, sondern wir sagen wirklich, ich bin dafür, dass die Frauen auch zum Beispiel eben Bildungsangebote wahrnehmen, dass sie eben nicht nur am Herd stehen und die Kinder großziehen, sondern eben ins Theater gehen oder auch mal ein Buch lesen, sich interessieren für geistige Sachen, das finde ich ganz toll, oder in die Uni gehen oder was auch immer, also sich dafür bin ich total, ne? Dass ich das, und natürlich müssen die Frauen auch gut aussehen oder so, das ist ja klar, das ist ja auch schön, freut man sich als Mann, wenn die Frauen hübsch sind, genauso freuen sich ja natürlich die Frauen auch, wenn die Männer hübsch sind, das ist ja auch wichtig. Wir haben ja in Deutschland eben das Geburtenproblem und das liegt für mich ganz klar an der Sexualität. Die muss man irgendwie in den Griff kriegen. Da muss man ran an dieses Thema und das traut sich keine Partei von den führenden deutschen Großparteien, Volksparteien, wie sie sich schimpfen, traut sich das zu, dass man sagt, wir müssen an dieses Thema ran und wir sprechen es aus. Und wir sprechen es aus, Sexualität, der Mann zum Beispiel, muss eben viel mehr Sexobjekt auch werden wieder. Es sind so irgendwelche Bücherköpfe oder Rechtsanwälte, die will ja keiner dann. Und da muss man ganz klar sagen, die müssen auch wieder gut aussehen und müssen sich stehlen oder Sport machen oder angeln gehen und auch wirklich auch das erfüllen, weil das sonst ja schade ist für die Frauen, wenn die da kein richtiges Sinnbild irgendwie sehen, also keine Begierden wecken beim Mann, ne? Und sich dann zum Beispiel Ausländer nehmen oder so, ne? Weil die das dann erfüllen und die fahren dann irgendwie dicke Autos oder sind dann im Fitnessstudio und sehen gut aus. Und da müssen wir ran, da müssen wir was für tun, dass wir die Männer wieder als erotische Objekte wieder aktivieren. Das ist wichtig. Und ein Thema ist zum Beispiel auch für uns in der NPD, das wird immer behauptet, wir sind randgruppenfeindlich oder sowas wird behauptet, weil es in der Vergangenheit angeblich mal so gewesen ist, ne, dass wir da irgendwie diskriminierend waren. Und das stimmt ja alles nicht. Ne? Also wir haben zum Beispiel, fangen wir bei den Homosexuellen an. Ne? Also ich habe nichts gegen Homosexuelle, ich finde es toll, hier im Prenzlauer Berg gibt es viele Homosexuelle und man muss ja nicht mit denen jetzt Sex haben, so, sondern man muss sie ja nicht anfassen. Und die dürfen ja hier rumlaufen auch. Und die können ja auch ins Café gehen, das stört mich überhaupt nicht, wenn da am Nachbartisch ein Homosexueller sitzt. Ne? Ich strecke jetzt nicht die Hand nach ihm aus und will ihn irgendwie anfassen oder so. Und ich kann gut da trotzdem meine Zeitung lesen, das stört mich überhaupt nicht. Das zweite ist die Behinderten. Die Behinderten stören mich auch nicht in meinem Alltag, ne, solange sie nicht in meine Privatsphäre eindringen und mich unmittelbar stören, ne, zu Hause oder eben im Schwimmbad oder so, oder im Theater jetzt direkt neben mir, muss nicht sein. Und jetzt nochmal die Behinderten. Es stört mich überhaupt nicht, mit den Behinderten zu leben in einem Stadtviertel wie Berlin im Prenzlauer Berg. Ich habe nichts gegen Behinderte. Sie müssen eben nicht, solange sie nicht in meine Privatsphäre unmittelbar eindringen und mich behindern in meinem Leben, habe ich nichts gegen Behinderte. Wenn ich sie zum Beispiel weit weg sehe, auf der Straße, so 200 Meter entfernt oder so, da einer langläuft, habe ich ja nichts dagegen. Ne? Und da sind wir ganz tolerant, auch von der NPD, und sagen, die dürfen genauso in den Park, die dürfen genauso die U-Bahn benutzen. Und man muss sie ja nicht anfassen. Ne? Darum geht es ja. Ne? Man muss sie ja nicht unmittelbar sich daneben setzen oder sowas. Da kann man alle, und darum geht es uns, um ein fröhliches Miteinander. Dass jeder weiß, hier ist mein Territorium, da ist dein Territorium. Wir machen was zusammen. Das ist schön. Und das, als dritte Randgruppe möchte ich ja noch die Ausländer erwähnen. Und da habe ich auch nichts dagegen, dass Ausländer hier sind. Im Prenzlauer Berg gibt es viele, besonders eben EU-Ausländer, die sind ja sehr angenehm. Die sprechen dann Spanisch, Französisch und können ja auch Deutsch eben. Und auch es gibt auch vereinzelt Türken, die jetzt hier so einen Gemüseladen machen, das finde ich toll, da kaufe ich immer eine Bananen und so, da bin ich völlig d'accord, das ist die NPD auch absolut dafür, so, dass das Multikulti ist. Ne? Wir sind auch fürs Multikulti, das wird immer falsch verstanden. Wo wir es dagegen haben, ist halt, wenn die Araber halt in Köln sitzen und eben mit ihrer achtköpfigen Familie dann vom Staat nehmen, ist ja klar, da hat ja jeder eigentlich was dagegen. Und da setzen wir klare Akzente. Und sagen, das geht so nicht, das interessiert uns nicht so. Das muss ja nicht sein, so Betrügereien da. Wissen wir ja alle, was gemeint ist. Da muss man einfach ein bisschen gucken, dass man ein konstruktives Multikulti aufbaut, wo man eben Arbeit hat und nicht arbeitslos ist, ne? Wo man eben friedfertig ist und nicht gewalttätig. Dafür stehen wir. Ich bin eben, also ich ganz persönliche Meinung auch zu Auslandseinsätzen ist, dass ich als ich Andreas sage einfach ganz klar, wenn irgendwo Unrecht geschieht auf der Welt, ne, wenn irgendwo welche misshandelt werden, eingesperrt werden, gefangen gehalten werden, was da alles bei den Diktatoren im Nahen Osten passiert,
das sehen wir jeden Tag im Fernsehen, dann bin ich dafür, ich sage dann einfach ganz klar, als Andreas, als der, der ich hier sitze, sage ich, da müssen wir Panzer hinschicken, da müssen wir Flugzeuge hinschicken, da müssen wir für Recht und Ordnung sorgen. Das ist eben so. Manchmal ist es unbequem im Leben, manchmal ist es nicht schön, aber man muss es machen, man muss dann auch losschießen in der letzten Konsequenz, um eben die Menschenrechte zu verteidigen. Und die Menschenrechte sind ja ganz wichtig. Also jeder will ja, am liebsten wäre es ja wirklich, wenn das da auch so frei wird und genauso schön wie hier gerade, wo wir gerade sitzen. Das wäre natürlich ein Ziel von mir ganz persönlich. Wenn ich irgendwann nach Syrien gehe und mir da auch so einen Pappbecher hier kaufe, enjoy your coffee, und da sitze, ohne Angst haben zu müssen, dass irgend Assad mich abschießt, bin ich froh. Und das ist ja ein Ziel, was man eigentlich wirklich verwirklichen kann. Daran glaube ich ganz fest. Also dass es überall auf der Welt mal so wird, wie es gerade hier ist. Eine Sache wird ja immer behauptet, oder die ist richtig beobachtet worden eigentlich, dass es in unserer Gesellschaft immer darum geht, was man leistet. Wenn man irgendwo auf einer Party ist, geht es relativ schnell darum, was machst du beruflich? Wie viel Geld verdienst du? Und da gibt es Leute, die sagen, das ist irgendwie unangenehm, das ist in anderen Ländern anders. Und ich finde das aber richtig, ich finde das gut. Weil ich finde, man darf das fragen und es geht darum, wir sind eine Leistungsgesellschaft, es geht darum, sich zu behaupten, zu leisten. Und eben nicht, wir sind ein Land von, wir haben fast 5 Millionen Arbeitslose, in den schwarzen Zahlen, die nie veröffentlicht werden, aber in den ganzen Ungezählten, und es werden mehr, es steigt, Tendenz steigt, und das ist schade. Da muss man, und es bringt nichts, immer wieder da so linke Moral walten zu lassen und sagen, wir helfen nochmal, erhöhen nochmal irgendeinen Zuschuss, Kindergeld und Sozialhilfe. Das bringt ja nichts. Das kann ich auch an einem Beispiel ganz klar erläutern. Wenn ich zum Beispiel mein Kind erziehe und sage, du darfst immer alles und du kriegst immer alles und du kriegst alles hinten und vorne, so, dann strengt es sich nicht an. Ne? Und wenn man jetzt sagt, du kriegst mal nichts, du musst es dir alles erkämpfen, dann kommt es in die Rivalität. Und die ist ganz wichtig, die ist Naturzustand. Das hatten wir alles zwischen den Menschen, das ist eine Rivalität. Die muss die Gesellschaft tragen. Und es ist unnatürlich, wenn man sagt, ich schenk dir das. Bei den Tieren, der schenkt kein Löwe, schenkt dem Storch was. Das ist Quatsch, das gibt es überhaupt nicht. Und da zu diesem Naturzustand, auch zurückzukehren der Rivalität, das ist mir ganz, ganz wichtig. So wie sich durchbeißen. Und wenn man es dann nicht schafft, hat man halt Pech gehabt. Es ist halt so. Aber es ist viel besser, als wenn sie dann labbelig in der Wohnung sitzen, von der Hartz-IV-Miete im Wedding und Fernsehen gucken den ganzen Tag. Zum Beispiel ein Freund von mir, der ist auch Pole, ne, zum Beispiel, der erzählt das auch, sagt, da zählt eben überhaupt nicht Leistung, da zählt dann immer die Persönlichkeit und hallo und alle umarmen sich, hallo, ich bin der Janusz oder so. Ne, das ist, ja, das finde ich, da kann ich nichts mit anfangen, weil ich bin mehr als der Janusz oder der Andreas oder so. Ich bin ja das, was ich geleistet habe im Leben. Das ist wichtig. Und mein Traum ist ganz klar. Wenn ich hier durch den Prenzlauer Berg gehe und ich kann da brunchen und da brunchen und da kann ich auch in die Kita gehen, und das möchte ich gerne für ganz Deutschland, oder sagen wir mal so, für die ganze Welt. Wenn die ganze Welt eines Tages mal so wird wie der Prenzlauer Berg, das muss man sich mal kurz vorstellen. Ich kann überall brunchen, ich kann da sitzen in der Sonne, einen Kaffee trinken, ich kann mein Kind in die super Kita schicken. Das wäre doch perfekt. Das wäre doch perfekt, wenn die ganze Welt Prenzlauer Berg wäre. Und ich ärgere mich, dass es noch nicht so ist, zumindest in Deutschland will ich dafür sorgen, solange ich lebe, dass es halt so weit kommt, dass ich halt in Wuppertal durch die Innenstadt gehe und genauso leckere, verschiedene, reichhaltige Angebote habe, wie hier im Prenzlauer Berg. Es kann doch nicht sein, dass da nur ein McDonald's ist und sonst der Rest zu hat. Oder in der Bahnhofshalle es dann ein Café gibt oder keine richtige Kita oder so. Das ist doch alles blöd. Es muss doch offen sein, es muss doch alles aufhaben und überall Buffet sein. Das wäre doch schön. Und alles so wäre wie hier. Und viele sagen ja, Politiker sind so trocken und die kümmern sich nur um irgendwelche Gesetze. Das Tolle ist, dass bei mir anders. Ich bin auch ein musischer Mensch. Ich habe verschiedene Musikinstrumente, spiele ich, und ich dichte auch. Ich schreibe selber Gedichte. Ich habe jetzt auch eine kleine Kostprobe auswendig gelernt. Die gebe ich jetzt auch mal zum Besten. Das Seil hängt im Wasser, die Welle schwappt, das Seil zieht, Spritzer von Gischt fliegen mir ins Gesicht. Ich weiß, ich will ans andere Ufer segeln, denn das andere Ufer ist nicht Dänemark und nicht Norwegen, das andere Ufer ist Deutschland. Und ich komme an in dem Hafen und
Ich weiß gerade nicht mehr, wie es weiter ist. Auf jeden Fall endet es, da muss ich jetzt nochmal mein Manuskript nachgucken. Auf jeden Fall ist es ein Gedicht, was so um Wasser geht. Und was ein bisschen dieses ambivalente Verhältnis von Deutschland als eigentlich kein richtiges Inselland hat, ne, sondern als Festland. Darum geht's. Das ist ein tolles Land. Sei sportlich, sei sexy, vermehrt euch, fahrt in den Urlaub nach Indien und zeigt euren Freunden die Fotos, damit sie wissen, wie glücklich ihr seid. Seid nett zu Minderheiten, ohne sie anzufassen. Seid wie ihr seid. Seid NPD. Niemand wagt es aufzustehen, niemand wagt es zu rebellieren. Denn mit Brot und Spielen lässt du dich manipulieren. Jeder denkt nur an sich, im Gleichschritt zum Schafott. So lässt sich leichter leben, blind bis zum Bankrott. Doch frei will ich leben, frei will ich sein. Ich werde mich nie ergeben, alles andere ist mein Feind. Frei. Immer frei.